Maßgeschneiderter Schutzumfang von Patentansprüchen bei der Durchsetzung von Patenten. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, wie man einen maßgeschneiderten Schutzbereich von Ansprüchen in Patentdurchsetzungsverfahren, also Patentverletzungsverfahren, erzielen kann. Wäre es nicht toll, wenn man in Deutschland bei Patentverletzungsverfahren einen maßgeschneiderten Patentanspruch 1 für jeden individuellen Patentverletzer hätte, um dann eben das konkrete Verletzungsprodukt anzugreifen? In Deutschland ist das nicht unmöglich und so wird's gemacht. Diese Strategie funktioniert nur in den ersten 10 Jahren des Lebenszyklus einer Patentanmeldung. Sie reichen eine Patentanmeldung mit einem sehr breit gehaltenen Anspruch 1 ein und haben in den Patentansprüchen und in der Beschreibung sehr viele Merkmale zur Einschränkung dieses Patentanspruchs 1 stehen. Dann beantragen Sie die Prüfung dieser Patentanmeldung erst nach 7 Jahren. Und versuchen, das Patentanmeldeverfahren möglichst in die Länge zu ziehen. Warum das alles? Sie können jederzeit aus einer anhängigen Patentanmeldung mit Wirkung in Deutschland ein Gebrauchsmuster abzweigen und können in diesem Gebrauchsmuster die Patentansprüche, natürlich sofern sie in der Patentanmeldung offenbart sind, neu formulieren. Das heißt, wenn ein Patentverletzer auftaucht, dann erwerben Sie das potenziell patentverletzende Erzeugnis und untersuchen das Erzeugnis und sehen, welche Merkmale, die vielleicht auch in der Beschreibung stehen oder in den Patentansprüchen stehen, in jedem Fall zu 100% verletzt sind und formulieren dann einen Schutzanspruch 1 in diesem abgezweigten Gebrauchsmuster, der alle diese Merkmale aufweist. Dieses Gebrauchsmuster ist dann hoffentlich natürlich in den ursprünglich eingereichten Patentunterlagen offenbart, konnte also in diesem Umfang abgezweigt werden. Das Verletzungsprodukt fällt auch natürlich dann unter genau diesen Patentanspruch 1, obwohl dieser Patentanspruch dann durch diese vielen Merkmale sehr eng ist, einen sehr engen Schutzbereich hat und eben durch einen Löschungsantrag gegen dieses Gebrauchsmuster nicht so ohne weiteres gelöscht werden kann, weil es eben so einen kleinen Schutzbereich gibt. Wenn Sie also einen Verletzer entdecken, der in diese neue Technologie, die Sie mit der Patentanmeldung geschützt haben, eingreift, dann können Sie auf diese Weise relativ zielgerichtet und effizient gegen diesen Verletzer vorgehen, ohne dass er das Gebrauchsmuster so leicht löschen lassen könnte. Für den Verletzer ist es bei dieser Strategie sehr schwierig, sich erfolgreich gegen diesen Angriff zu wehren. Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Verfügung. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man in Verletzungsprozessen maßgeschneiderte Patentansprüche zu bestimmten Verletzungsprodukten erzeugen kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und jeden Donnerstag Neues über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir gerne einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.